Und da musste ich feststellen, dass es sehr viele Leute gibt mit Topfhaarschnitt. Mein Fazit. Also mein Fazit ist... Nein, mein Fazit. Hallo meine lieben K-Pop-Fans da draußen. Heute bin ich wieder zurück mit einem Reacting-Video für BTS-Musikvideo Fake Love. Und ich bin ja schon ganz lange ein K-Pop-Fan und mein Freund Tobi hier ist mein bester Freund. Wer ist noch kein Fan von K-Pop? Oder erzähl mal einfach was von dir. Meine Erfahrung mit K-Pop, hallo erstmal. Willkommen auf den Kanal von Evie Con Kiwi, den einzig wahren. Bitte gleich ein Abo und einen Kommentar und ein Like da lassen. Meine Erfahrung mit K-Pop ist, dass ich eigentlich noch nicht viel gehört habe, außer wenn wir mal im Auto unterwegs waren und ich mir das anhören musste. Und dann, wer kennt es nicht, aus freundschaftlichem Service, man dann sagt, okay, das ist gar nicht so schlecht. Nee, das war jetzt auch nicht so gemeint, nein. Es gibt schon ein paar Lieder, die sind nicht schlecht. Allerdings muss ich sagen, bei den Ich bin schwul, muss ich noch dazu sagen, ich habe mir schon ein paar Musikvideos gezwungenermaßen anschauen müssen. Und da musste ich feststellen, dass da sehr viele Leute gibt mit Topfhaarschnitt. Und ich mir dann die Frage stelle, warum macht man sowas? Es ist wie in den 80er Jahren, als Michel aus Löhneburger kam. In Asien ist es normal, da trägt man die Frisur halt. Ja. Deswegen mir glückst du das lauter Du stehst Dislikes. ja, wahrscheinlich, weil du, naja, gut. Fangen wir Fangen wir erst mal an. Oh okay. Gott, ich bin aufgeregt. Weißt du, das wird jetzt Du musst gelöscht. In die Kamera schauen. Nein, bei Reacting-Videos schaut man nicht in die Kamera, da schaut man auf den Bildschirm. Du musst es ja sehen, was da läuft. Ich sehe das, aber mach das Video nicht zu so laut, weil sonst... Ja, ich weiß schon. Warum kannst du den Ton ausschalten? Zeig es an. Boah, jetzt geht's los, ich bin ganz aufgeregt. Also ich war aufgeregt, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich hätte das aufnehmen sollen. Nicht war das so da, wo ich da war? Nein, da warst du nicht da. Also das ist Jin. Jungkook. Ja, schwarz. Oh, das ist Tae, mein Favorite. Schwarze Haare finde ich ja schon bei denen gut, also blond. Ja. Bin ich nicht so der größte Fan. Ja, ich weiß schon, aber... Ich bewerte mir das Optische, okay. Oh, was hast du gegen das Optische schon wieder? Du bist echt... Ich sag doch nichts gegen das Optische, die schauen doch jetzt gut aus. Ja, gut. Dann bin ich da nicht der dir da urteilen möchte. Du musst jetzt das Video sehen. Sollte das dann bewerten. Also ich vergleiche es jetzt einfach mal, was einem natürlich sofort auffällt, mit amerikanischen Sängern. Ja, mach das. Viel mehr Tanz. Ja, das ist schon mal sehr gut. Das stimmt. Das weiß man, dafür sind die Koreaner ja bekannt. Mhm. Und mit dem Rap-Part, wo immer mit in den Pop-Songs mit drin ist. Aber das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, oder? Bei denen. Was? Ja, dass die rappen. Doch. Das stimmt bei mir. Okay. Und was auch irgendwie immer ist, dass das sind immer so verrückte Hintergründe. Weißt du, wie ich meine? Ja. So ja, Kulissen. Ja. Passt aber auch immer zu dem Song. Das ist jetzt ein bisschen dark so gemacht, ne? Das passt auch ganz gut dazu, finde ich. Die letzten Lieder von denen waren ja eher so mehr so. Ja, so Peppy-Songs, das war auch dann viel knallig bunter und... Okay. Ja. Schwierig, da eine Meinung zu haben. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Beziehungsweise gerade das an einem Video auszumachen. Das ist ja ein Reacting-Video für das Video. Nur für das Video. Also ich soll jetzt lediglich nur das Video bewerten. Ja. Okay. Das Video halt, was dir so aufgefallen ist und... Ich kann ja nichts Schlechtes sagen. Ah ja. Was soll ich denn da Schlechtes sagen? Wir müssen sagen? Dann noch andere Reacting-Videos mit ihm machen, ich sehe schon. Hier ist ja nichts schlecht. Weißt du, wenn ich jetzt allein auf das Video allein reduziere, wie es gemacht wurde, würde ich sagen, 10 von 10 Sternen. Ah! Okay. Weil, sag mal, vom Schnitt, sag mal, ich sag jetzt mal, bei so einem Video
ich vergleiche es jetzt einfach mit US-amerikanischen Stars. Da gibt es ja viel Sachen, wo jetzt einfach eine Szene verwendet wird, wo dann das die kompletten 3 Minuten gefüllt sind mit dieser Szene, außer halt in anderen Positionen. Und das ist ja auch und, das, was ich bei den Live-Auftritten gut finde. Und hier ist halt viel, also man merkt, dass viel Arbeit in diesem Video steckt. Und das merkt man auch bei den Live-Auftritten, finde ich, weil, wie du schon sagst, das bei den amerikanischen Stars, das finde ich immer nicht so schön, dass die, vor allem, wo ich mir jetzt die Billboard Awards angeschaut habe, da sind die auch aufgetreten, die amerikanischen Stars, die laufen halt oft immer nur von da nach da, dann wieder nach da, machen ja ein bisschen so und so. Ja, und gut, dann, die tanzen. Aber ja. die machen halt richtig Power-Action und das ist das, was mir voll gefällt, die tanzen und geben halt einfach hier alles in dem Amerikanischen, da ist es halt einfach nicht so. Ich meine, da verlangt es auch keiner, weil da war es nie anders und bei K-Pop war es schon immer so, dass sie viel getanzt haben und so, aber das ist halt das, finde ich, was es spannender zum Zugucken. Man merkt halt, dass da mehr Arbeit in dem Video steckt und ich denke mal, die Produktion wird effektiv auch länger dauern als jetzt bei so einem amerikanischen Star. Ein Snickers mehr. Und in dem Video steckt, sieht man, es steckt sehr viel Feuer und Flamme. Und wie findest du die Outfits? Extravagant. Findest du zu, too much? Nein, das geht noch. Also wenn ich mir das, wo wir schon mal so japanische angeschaut haben, Musikvideos, also das hat das sehr, sehr human noch. Abo nicht vergessen. Danke. Und wenn ihr wollt, dass der Tobi öfter in unsere BTS-Videos teilnimmt, damit er auch noch zum Fan wird. Und bitte nicht vergessen, das Video zu teilen, die Glocke zu aktivieren, weil nur dann, wenn ihr das Video teilt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Video oben in den Ranks mitspielt. Oh mein Gott. So viel dazu, als Dankeschön für mein Fazit zu dem Video. Man merkt, dass sehr viel Arbeit in die Produktion geflossen ist, anders als jetzt bei anderen Stars. Über den Gesang möchte ich mich ja jetzt mal noch nicht äußern, weil wir ja dann noch mehrere Videos anschauen werden, auch von anderen Künstlern. Und da kann ich ja dann vergleichen, okay, das finde ich besser oder das finde ich besser. Aber generell sagen wir mal, es ist nicht schlecht. Ja, ich kann jetzt momentan noch nichts anderes sagen. Sag einfach deine ehrliche Meinung. Weil ich finde, viel zu viele Leute, die wirken ein bisschen so gestellt. Und ich will, dass du das schon ehrlich bist. Zu Choreo, also diese immer on top. Also da kann man, also wer da bitte was zu mäkeln hat. Eine Fliege. Pardon. Wer da bitte was zu mäkeln hat, der soll sich mal bitte andere Künstler anschauen. Es ist ja toll. Selbst wenn er kein K-Pop-Fan ist. Ach, ja, die Männer sahen jetzt auch nicht schlecht aus, also da kann man jetzt auch eigentlich nicht meckern. Negativ. Ich muss auch mal was Kritisches sagen. Ja, erzähl ehrlich was. Was Kritisches. Ja, ich bin jetzt einfach, also ich bin generell nicht so ein Freund, wenn etwas im Video zu gekünstelt rüberkam. Und hier hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, also die geben Power, diese Leute, glaube ich. Und die haben halt auch Spaß an der Arbeit. Und es ist eigentlich wieder nichts Negatives. Ja, vielleicht hast du vielleicht ja nichts Negatives. Ja gar nichts Negatives. Es ist ja schön, wenn du da so positiv siehst. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also ich mag das halt nicht, wenn das dann im Video zu künstlich wie wirkt. Als wie, okay, jetzt ist die Kamera an. Jetzt muss ich in eine Rolle schlüpfen. Mhm. Den Eindruck habe ich ja nicht. Weil mein Fazit. Also mein Fazit ist... Nein, mein Fazit. Ja, jetzt machen wir dann. Also, mein Fazit. Meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, dass ich das sehr schön finde, dass der Tobi, obwohl er kein K-Pop-Fan ist, dass er sich das trotzdem angeschaut hat. Und wir schauen uns erstmal noch andere Videos an, dann werde ich vielleicht mal negative Punkte auch finden. Genau. Also, es gibt bestimmt die ein oder andere Band, die nicht so viel Power hat. Naja, ich finde, K-Pop ist einfach Power. Das kann man gar nicht so wirklich sagen, aber das würde mich echt interessieren, wie du das so im Vergleich von BTS zu anderen so siehst. Also, was ist eure Meinung zu dem Video? Schreibt's in die Kommentare. Ach ja, und ja, ich finde das Video natürlich super. Ich konnte meine Reaktion darauf leider nicht filmen, weil, ja, keine Ahnung, ich war einfach zu excited an dem Tag. Ich habe das einfach sofort anschauen müssen. Ja, auf jeden Fall,
Ja, ich liebe das Video, ich liebe BTS, ich war begeistert von dem Comeback wie immer und ja, seid gespannt auf weitere Videos von mir und Tobi. Ciao, ciao. Ciao.